Marinelli und der Graf Appiani unterhalten sich also unter vier Augen. Ich bin hier im Auftrag des Prinzen. Was ist zu seinem Befehl? Der Prinz soll die Tochter des Herzogs von Massa heiraten. In dieser Angelegenheit muss er einen Bevollmächtigten nach Massa schicken. Er war lange unschlüssig, wen er dazu ernennen sollte. Und nun ist seine Wahl auf Sie gefallen. Auf mich? Natürlich nicht ohne mein Zutun, mein Freund. Ich wusste zwar nicht, dass wir Freunde sind, aber ich danke Ihnen vielmals für diese Ehre. Ich hätte nicht gedacht, dass der Prinz einmal meiner Dienste benötigt. Ich versichere Ihnen, es hat dem Prinzen nur an einer Ihnen würdigen Gelegenheit gemangelt. Und jetzt kommen Sie. Sie müssen noch heute abreisen. Ja, Moment. Ich kann heute nicht. Haha, ein guter Scherz. Ich heirate heute. Und danach haben wir Flitterwochen auf Mallorca gebucht. Also warum können Sie nicht? Ich heirate heute. Hochzeiten lassen sich verschieben. Der Prinz hat Sie ausgewählt. Sagen Sie dem Prinzen, es tut mir wirklich leid. Aber er kann mich mal. Wen heiraten Sie eigentlich? Die Emilia Galotti. Dann sollte es ja kein Problem sein, die Hochzeit zu verschieben. Jetzt reicht es mir aber langsam, Sie Affe. Ha, was fällt Ihnen ein? Wenn heute nicht Ihr Hochzeitstag wäre, dann würde ich es Ihnen sowas von... Nur keine Umstände. Zu einem Spaziergang mit Ihnen habe ich Zeit übrig. Im Original zieht der Marinelli jetzt den Schwanz ein und geht dann ab. Aber wäre es nicht viel geiler, wenn die zwei sich so richtig ordentlich prügeln würden? Fight! Kammerdiener-Kick. Lächerlich. Na warte. Marinelli-Power. Gräfliche Schelle. Appiani Faust. K.O. Wäre ich doch zur Schule gegangen. Ihr seid eine Witzfigur, Marinelli.